Wein ist für uns ja auch irgendwo immer etwas Sinnliches. Und das Sinnliche fängt eben nicht erst im Glas an, sondern ja schon beim Aufmachen. Deswegen haben wir bei unserem Bammerthäusle, unserem Top-Top-Top-Wein, eben auch uns dafür entschieden, keine normale Kapsel auf die Flasche zu setzen, sondern eben schön hier in Wachs getaucht. Das ist das weiche Wachs, das kriegt man sehr gut ab, ohne dass es diese bröckeligen Gemetzelsituationen gibt beim Öffnen der Flasche. Schöne, schwere Bordeaux-Flasche. Ich finde, die liegt sehr gut in der Hand und macht schon richtig Spaß. Also zum einen vom Anschauen her, aber auch vom Handhaben, vom Aufmachen. Es hat fast was Sinnliches, wenn man die Wachsabdeckung oben abnimmt. Ich habe extra für den Wein jetzt auch mal meinen Dekanter bereitgestellt. Dem tut es gut, wenn er ordentlich Luft kriegt. Darum einmal einen ordentlichen Schluck in den Dekanter geben. Machen wir für den direkten Vergleich auch einen ordentlichen Schluck ins Glas rein. Schön. Ja. Wir haben ja auf dem Etikett auch das Bammerthäusle schön mit abgebildet. Das gefällt mir generell sehr gut bei der neuen Linie der Spitzengewächse. Man hat überall den Weinberg mit auf dem Etikett und kann ein bisschen auch die Geschichte, den Hintergrund zu dem Wein erzählen und erklären und zeigen. Hier eben haben wir die Terrassen im Römerberg im Hintergrund und auf einem Teil der Terrassen direkt um das Bammerthäusle, was wir hier auf dem Etikett sehen, direkt auf diesen Terrassen eben haben wir Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und ein bisschen Merlot stehen. Der Römerberg ist ja komplett nach Süden ausgerichtet, cool Climate, Steilhang. Dieses Bammerthäusle steht ja auch nicht aus purem Zufall da. Das hat schon auch irgendwo seine Geschichte, seinen Hintergrund. Es war früher so, dass eben der Rebhüter in den Weinbergen irgendwo eine Schutzhütte hatte, wo er sich unterstellen konnte, wo er ein bisschen die Zeit verbringen konnte, um zwischendurch immer nach den Reben zu schauen, dass da keiner einen Mundraub, wie man so schön sagt, macht und die Trauben von den Rebstöcken eben stiehlt. Wenn man eine Frisch im Glas hat, hat man sehr stark so diese ja, kräutrigen, würzigen Noten, hat den Cassis eben dabei vom Cabernet Sauvignon, man hat aber auch die kirschige Frucht dabei vom Merlot. Wenn man so will, ist es ja eine klassische Bordeaux-Cuvée. Der Merlot-Anteil steht in der Nase eigentlich ein bisschen hinter den beiden Cabernet-Sorten zurück. Ja, im Mund ist schon sehr dicht und kompakt, hat viel Kraft. Man merkt zum einen das Phenolische an den Zähnen, fast wie wenn man so einen Zahnbelag hätte. Man hat aber auch die Gerbstoffe sehr stark ausgeprägt im ganzen Mund, die kleiden alles aus, aber sehr weich, reif dabei. Die Säure deutlich wahrnehmbar, gut, er ist halt auch noch relativ jung. Aber werden wir gleich sehen, wenn man den ein bisschen dekantiert hat, das tut dem Wein verdammt gut. Dann ist die Säure ein bisschen weicher, ein bisschen runder. In dem Dekanter geht das zum Glück sehr gut und sehr schnell. Da hat man innerhalb von ein paar Minuten immer ein sehr gutes, ausdrucksstarkes Ergebnis. Wenn ich den Wein jetzt in das Glas gebe,
in der Nase schon sehr viel reifere Frucht. Bisschen weniger das Kräutrige, ein bisschen weniger die Paprikanote vom Cabernet auch mit dabei. Der Merlot, finde ich, kommt deutlich stärker raus. Also ich kann nur sagen, diese kurze Zeit im Dekanter tut dem Wein verdammt gut. Er kriegt davon auch ja, sehr viel mehr Körper. Nochmal ist sehr viel mundfüllender. Die Säure ist deutlich milder und weicher. Die Gerbstoffe und auch die Phenole sind nach wie vor da. Die Gerbstoffe aber sehr weich, sehr mild, fast so seidig von der Art her. Man merkt den starken mineralischen Einfluss von dem Kalkboden im Römerberg. Der hat fast so was, ja, ins Salzige gehend schon. Sehr mineralisch, sehr kompakt irgendwo auch dadurch. Das puffert natürlich auch die Säure von der gesamten Wahrnehmung her sehr schön ab. Und was mir unheimlich gut gefällt, der bleibt ewig im Mund. Diese schöne Cassisnote, die Kirsche dabei, dieses mundfüllende Gefühl, obwohl schon lange nichts mehr da ist. Richtig klasse, richtig gut geworden. Kann ich nur sagen, Chapeau Dennis und weiter so. Wenn ich den Wein jetzt in das Glas gebe, hat er in der Nase schon sehr viel reifere Frucht, bisschen weniger das Kräutrige, ein bisschen weniger die Paprikanote vom Cabernet auch mit dabei. Der Merlot, finde ich, kommt deutlich stärker raus. Also ich kann nur sagen, diese kurze Zeit im Dekanter tut dem Wein verdammt gut. Er kriegt davon auch ja, sehr viel mehr Körper. Nochmal ist sehr viel mundfüllender. Die Säure ist deutlich milder und weicher. Die Gerbstoffe und auch die Phenole sind nach wie vor da. Die Gerbstoffe aber sehr weich, sehr mild, fast so seidig von der Art her. Man merkt den starken mineralischen Einfluss von dem Kalkboden im Römerberg. Der hat fast so was, ja, ins Salzige gehend schon. Sehr mineralisch, sehr kompakt irgendwo auch dadurch. Das puffert natürlich auch die Säure von der gesamten Wahrnehmung her sehr schön ab. Und was mir unheimlich gut gefällt, der bleibt ewig im Mund. Diese schöne Cassisnote, die Kirsche dabei, dieses mundfüllende Gefühl, obwohl schon lange nichts mehr da ist. Richtig klasse, richtig gut geworden. Kann ich nur sagen, Chapeau Dennis und weiter so. Ja, die große Frage ist halt, wie entwickelt er sich, wenn er noch mehr Luft kriegt?